Der Chab hat mir seine Tante angeboten. Guten Morgen, meine Lieben. Sieht man es noch? Also, ich bin jetzt, glaube ich, seit einer Stunde wach und als erstes musste ich mir etwas in die Augen tropfen lassen. Das war nämlich einmal dieses Mittel. Leider nur bedingt geeignet. Aber der Claudi hat mir noch das hier gegeben. Und damit wird meine Allergie besser. Ich weiß nicht, ob man, darf man sowas, normalerweise halte ich das ja nicht in die Kamera, aber mir ging es einfach so schlecht und dieses Mittel hat mir jetzt geholfen. Ja, jetzt sind wir da dran, aus dem Haus zu marschieren. Wir wollen nämlich in den Kindergarten. Und danach mache ich mich auch fertig. Die Arcella ist natürlich schon in der Schule. Die hat... Isel, bist du fertig? Itzi, mein Schatz, was machst du? Was hast du gemacht? Isel, das ist unsere Telefonanlage. Was machst du damit? Du sollst dich anziehen. Was machst du damit? Was ist das? Ja, jetzt hast du es ausgemacht. Jetzt haben wir kein Internet, kein Telefon. Los, Isel, los, wir sind spät dran. Und du trödelst hier rum. Es ist warm. Nicht so ganz, aber es wird heute warm. Es ist sehr sonnig. Guck mal, dein Bruder hat mich total dreckig gemacht. Der hat mit Mama geschmust und war noch voller Banane. Ja, mittlerweile. Ja, du bist auch nicht viel besser zu der Selin. Ja, mittlerweile sind alle Kinder wach. Ich habe ein Beauty-Wellness-Morgen mir eingelegt, aber ich habe festgestellt, ich brauche unbedingt einen Waxing-Termin, denn an den Oberschenkel traue ich mich nicht zu appellieren. Das tut mir so weh. Bei den Unterschenkel geht's noch. Da sage ich mir, Patricia, du hast 4 Kinder auf die Welt gebracht, stell dich nicht an. Aber irgendwie, dieses Argument zählt nicht oben. Und ja, jetzt muss ich gleich mal online gucken, wo ich hier etwas in Darmstadt finde. Ich war schon einmal in Frankfurt, aber das ist mir mit 4 Kindern einfach zu viel Weg. Deshalb würde ich gerne hier etwas in der Nähe finden und da ist bestimmt etwas. Ja, Bibi-Jan sitzt da. Dann gucken wir mal, was wir machen. Ich erzähle dir, wollen wir hier... Oh, Bibi-Jan, die Kamera. Warte. Mama, deine Kamera. Da, meine Kamera? Hallo, mein Schatz. Ich will die Kamera haben. Ja, der Jan will die Kamera haben. Jani, guck mal. Komm her. Guck mal, jetzt kommt der Jan. Ein tolles Kerlchen bist du, so ein tolles Kerlchen bist du, ja. Super, geschafft. Ah, und an der Kamera dran. Guckt euch das mal an. Ich wollte gerade das für Jan mitnehmen. Da hat sie sich den alten Kinderwagen selber rausgebracht und auch direkt reingesetzt. Wollen wir den mitnehmen? Ja, leider. Alles klar. Und dann packe ich den anderen wieder rein. Dann gehen wir mal die Isel holen. Okay. Itzi, wie war der Kindergarten? Schön.
Du hast mit vollem Körpereinsatz wieder gegessen. Dein ganzes Gewicht ist, mein Schatz, voller Gebäck. Mama. Ja, mein Schatz. Wir essen erstmal was Richtiges. Die Fellin ist nervig. Ja, die hat vorhin die ganze Zeit geweint. Das stimmt. Ich wünschte, wir hätten auch einen Garten. So was können wir doch machen. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal das Grundstück. Machen wir Grundstück? Machen wir Grundstück? Ja, Grundstück machen geht nicht. Man muss es kaufen und dafür braucht man sehr viel Geld. Machen wir so viel Geld? Wir können doch machen. Das ist strafbar. Man muss Geld verdienen, mein Schatz. Machen darf man nicht. Er, Edda, braucht länger als ich. Glaubt ihr's? Ich habe mich so ganz wenig geschminkt. Mehr ist in der letzten Zeit einfach nicht drin wegen der Allergie. Meine Augen leiden so sehr dran und die jucken so furchtbar, dass ich mich gar nicht traue, irgendwie mich etwas mehr zu schminken. Ehrlich? Du darfst mit. Ich habe auch gestern MAC-Wimpern gekauft und ich habe die dran gemacht, ich habe die kaum gesehen. Ja, bin ich gespannt, wie das aussehen wird, wenn ich mich mal geschminkt habe und sie dran mache. Das sind die von der Iselle, Schatz. Die sind hier zu groß. Ich wollte vorhin ein... Nein, ich wollte eben ein Foto machen von mir auf Instagram, aber ich brauche einen großen Spiegel, habe ich festgestellt. Hier geht's nicht. Wir haben keinen Spiegel. Also nächstes Mal bei Ikea bitte ein großer Spiegel geholt, weil das ist auch blöd, man sieht sich gar nicht richtig, wie man angezogen ist. Komm, jetzt raus, ich nehme das mit. Ich weiß nicht, was ist los. Ich will gucken. Hier. Nein, die ist scheiße. Ich mag dann das. Darf ich dann? Du machst das, ich mach das. Ja, ich mach dies hier, Rose. Aber zuerst ist mein. Schatzi, die Schuhe eher nicht, mein Schatz. Schatzi, die Schuhe sind zu hell. Ich wollte, dass die Rebecca nicht so nach oben geht, sodass es so ein bisschen mehr Haare ist. Ja. Ich will meine Haare vor der Kamera selber färben. Ich bin so gespannt. Entweder ich fange an zu heulen, hey, aber das mache ich ja auch nach dem Friseur. Meine Schatte, meine Schuhe. Ja. Blöd. Echt? Ach hier, guck mal. Kinder. Kinder, komm, wir müssen los. Ja. Okay, ich nehme meine Mutter jetzt mit. Isabel, welche Schuhe willst du jetzt anziehen? Die? Die sind ja gut, oder? Ja. Besser. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's euch? Gut. Mir geht's ganz gut. Das Geschäft läuft super. Ich bin sehr zufrieden. Gehen jetzt zu Klausi. Was essen? Ja, ich habe mir wieder die Haare geschnitten. Es ist genauso geworden, wie ich es wollte. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich wollte nicht einen Boxerschnitt in dem Sinn, sondern dass die Haare, dass da noch so unten nur so Haare runtergehen, aber das ist noch halt gut aussieht. Ja. Fahren wir mal, hä? So, also, dann geht's mal los und jetzt fahren wir mal. Hallo Jan, hast du Gurke gefunden? Nein, guck mal, die ganze Zeit damit beschäftigt, voll süß, gell? Hallo Jan, gib Kuss. Gurkenkuss. Gurkenkuss. Kann du holen? Ja, du schmeißt dir die Schuhe dahin und jetzt kann du holen. Ja, ich brauche unbedingt den Kinderwagen noch, ne? Oh ja, dann mache ich das gleich. Ja. Ja, mache ich, mein Schatz. So, wir sind jetzt bei Toni. Und werden was gut zum Mittag essen. Ah ja, Kinderwagen. Mache ich gleich raus, ansonsten nachher vergesse ich das. Selim, komm, mein Schatz. Ich muss Kinderwagen reinmachen.
Hallo, Papa. Bitte schön, mein Schatz. Was machst du, fragst du? Ich filme gerade. Sally, möchtest du filmen? Ja. Bitte schön, hier. Also die Worte, da kann ich nicht sagen. Willst nicht? Ja, es will draußen, Papa. Ja. Wie süß. Komm zu mir. Komm zu mir. Oh, du bist ein bisschen schwer. Das geht. 9 Kilo. Hat sie gesagt, schwer? Ja. Atelier, Atelier. Oh, wow. Und jetzt das? Oh, das ist ja schön. Atelier, Babana. Das kannst du. Mach ab. Selene ist so unkompliziert. Ja, das ist hier. Mach ab. Ja. Ja. Wow. Nimm dir eins. Jeder, willst du auch eins haben, mal? Dankeschön. Bitteschön. Daddy. Ja. Bitte schön. Wow. Ashley. Oh, süß. Gib mal. Dann. Was? Weiß man nicht, was da drauf. Ja, guck mal. Er ist giftiger als das. Danke dir, Anna. Ich weiß ja, der Ton nicht. Super. Was haben wir da alles bekommen? Oh mein Gott. Ja, genau. Oh, guck mal, was da drauf steht, Idi. Idi, mach. Schatz, kannst du nicht die ersten Sätze von dem Lied It's My Life mit in die Intro reinnehmen? Voll schön. 3 Sekunden, wo der Mann ist. Aber von dem Lied. Ist das schön. Ja, der ist gestern wieder gekommen. Heute ist er bei mir und macht gerade die Wende. Passt auch noch alles? Idi, guck mal. Das kann er machen. Wow. Idi, guck mal. Kein Problem. Idi. Wow, sehr schön. Für mich? Hallo. Die ist ja schön. Nein, wieder nur zeigen. Ja. Wow. Oh, ich hoffe, man sieht überhaupt was wegen der Sonne. Sieht aber toll aus. Die Theke oben komplett selber gemacht. Und schon Klaus eine Frau. Der wollte mir doch Brot geben. Das ist ein Aufruf. Klaus braucht eine Frau. Der Chab hat mir seine Tante angeboten. Also hat er gesagt. Wir hoffen, dass die Tante diese Videos jetzt nicht. Ich finde der echt attraktiv. Kennst du die Tante vom Chab? Dann fahr doch nach Vietnam. Warum? Nein, die kommt von hier. Deine Ärztin wollte doch dafür sorgen. Meine Tante ist Ärztin und hat gehört, dass ich bei einem Arzt arbeite und hat gesagt, ich habe ganz viele Freundinnen, die sind auch Ärztinnen. Also die sind dann so akademisch, ja? Klaus braucht eine, die nicht. Also ist ja. Du, das, also die Deutsche, in zukünftig. Ich mache da immer auf dem Beamer im Wagenbereich. Und sag, wir unterstützen auch. Unsere Auszubildende wird sie begrüßen. Klaus, du hast nicht mal so viel. Oh doch, du hast ziemlich viel Wein. Gar nicht, aber alles eher. Ich trinke doch auch kein Wein eigentlich. Wir haben noch nicht mal das Essen da. Wir haben gerade Vorspeisensalat gehabt. Das ist mein Essen, deshalb nehme ich in der letzten Zeit so zu. Schön, das ist völlig geil. Nicht geil, nee, also geil ist eigentlich nicht, das sagt es gut. Wir nehmen so, jetzt kommt Teller, wunderbar. Danke schön. Und jetzt kommt das Fleisch. Futsch, Fleisch ist da. Soll ich die auch schneiden, Atelier, oder machst du selber? Nein, die Kätzchen! Atelier, machst du selber, oder? Ja, genau, Bobby Laws und der weiße. Was ist das für ein Kief? Aha.
Ja, ich frage mich, was das für ein Käfer ist. Wenn es nicht endlich scharf wird. Aha. So ein roter Käfer. Jan! Baby? Was machst du? Du solltest doch auf der Decke bleiben. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Nein. So. Bleibst du hier? Und gehst du so hier hin? Ja, genau. Die Krabbel? Krabbel weiter. Ja, komm hierher. Ja, komm hierher. Der krabbelt. Was machst du, Isel? Guck mal, zeig mal, was du gestern bekommen hast. Da hat sie eine Monster bekommen. Gib mal her. Guck mal, Isel. Sieht ganz schön aus, nur es hat ganz große Füße, große Hände. Jetzt werde ich pfeifen. Ganz andersrum. Yeah. Ja. Hat funktioniert. Da bin ich einfach eingeschlafen. Ja. Die Allergietabletten machen mich so platt, dass ich, wenn ich die kleine stille, direkt immer so nicht ganz einschlafe. Aber ich bin schon gut dabei. Bin am PC gewesen. Jetzt unterbreche ich das aber ganz kurz, weil ich bin ins Wohnzimmer gekommen und in der Zeit hatte die Isel die ganzen Socken auseinandergenommen und versucht sie zu sortieren, was ich voll süß finde. Und ich will sie gar nicht davon abhalten. Gebe ihr noch die anderen, dann findet sie nämlich auch ein paar. Hier habe ich nämlich die so etwas... Achso, ja, kleine Revue. Ich hatte doch die hier mal bei Teddy gekauft. Und ich muss sagen, die von IKEA sind viel, viel besser. Zwar sind die ein bisschen größer, aber nützt nichts, wenn die total leicht kaputt gehen. Meine Kinder sind die anderen total gewohnt, auch auf denen zu klettern. Ja, mit denen geht das nicht. Und nach werden es immer weniger. Naja, jetzt mache ich schnell noch die Socken hier rein und bringe es dann in die gelbe Tonne. So, also diese Socken bringe ich jetzt der Archelia und der Isel. Sollen die mal das Ganze weiter sortieren? Obwohl ich glaube, die Isel macht das und die Archelia guckt nur nach den Gianni. Die sortieren beide. Guck mal. Gian, Gian krabbelt schon. Baby Gian. Hupsi. Ach, ich sag's dir. Gianni, komm her, mein Schatz. Krabbelst du? Das meine, das Baba, das Bande. Oh, Achille, wieder deine Lieblingssocke. Die magst du doch, oder? Welche? Mhm. Oh Mann, die gehen mir immer runter. Echt? Ja, wenn ich laufe, gehen die immer runter. Oh nein, das ist total nervig, kenne ich. Ich habe auch so Socken, so schwarze. Und wenn ich in Stiefel die anziehe, geht das überhaupt nicht. Rutschen direkt runter. Ja, das ist echt nervig. Deine oder Isels? Was? Die. Meine. Deine? Ich mag die Isel. Izzy, du hast neue Socken. Isel, ja. Schönen Pulli hast du an. Gefällt dir die auch? Ja. Kannst du auf mich denn schneiden, nein, auf Loch schneiden. Ich gebe dir auch eine Chance, vielleicht würde ich ihn machen. Ja! Ist die Szene schon wieder weg? Wieder weiter. Ja,
alles ist fertig. Jetzt muss ich die Kinder einpacken und nach Darmstadt fahren. Bis gleich. Süß, gell? Süß, süß. Meine Kinder weigern sich loszufahren, um Videos hochzuladen. Und gerade in der letzten Zeit genieße ich wirklich jede Minute mit jedem Kind. Durch die Videos wird das einem noch so ein bisschen bewusster, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Und selbst diese kleinen Momente, wie wertvoll sie sind. Und so sitze ich sehr oft da und habe zum Beispiel heute mit der Celine halbe Stunde, die zwingt mich jetzt immer nur. Mit einer Barbie und mit einer kleinen Puppe haben wir gespielt. Habe ich gestern angefangen. Und jetzt immer, wenn sie die zwei Puppen sieht, ja genau, muss ich mit ihr spielen. Und das mache ich total gerne, weil wenn sie 15 ist, dann will sie mit mir diese Puppe nicht mehr spielen. Ja. Jetzt bin ich schon wie Idi. Rede. Was wollte ich sagen? Ich lade heute das Video nicht hoch. Es ist aber geschnitten. Standbild ist alles fertig. Und mache es morgen. Das sind jetzt 2 Tage dann ohne ein Video. Und das ist, finde ich, sogar ziemlich viel. Es soll jetzt die Ausnahme geblieben sein. Also, Diana liebt Jan. Und Jan liebt Diana. Und Jana hat was für ihn gekauft letztens. Und ja, ihm schon. Er hat eben probiert. Hat sich so ein bisschen geschüttelt. Das jetzt? Ja, probier mal. Ist auch nicht mehr heiß. Wohin? Gib den Löffel her. Löffel. Ah, du tropfst gleich. Probier mal. Darf ich mal? Schmeckt nicht. Oh Mann, Leute, wie das Zimmer aussieht. Und ich suche hier. Dann? Dann. Ich kann nicht helfen. Ich kann wirklich gar nicht. Janne, das schmeckt nicht. Reagier ich darauf allergisch? Was wollte ich sagen? Mein Baby wird groß. Was wollte ich noch sagen? Ich muss hier aufräumen, kann ich nicht mal mehr erzählen, weil ich habe eben geschnitten, wie ich gesagt habe, ich räume auf. Ich kann selber nicht mehr hören. Celine, komm doch einfach hierher. Mama. Wäsche. Mama, Wäsche. Ja. Mama. Willst du das anziehen? Ja. Das ist dreckig. Dann komm. Mama. Ja, mein Schatz. Ja. Das lass ich immer haben. Ja, der John will immer filmen. Team. Mama. Wäsche. Ja. Mama. Ja. Mama. Mama. Ja. Okay. Du noch? Na du. Kameramann? So, meine Lieben, da ich gerade gesehen habe, der Akku ist leer. Wir haben scheinbar ziemlich oft die Kamera heute stehen gelassen und irgendwas gefilmt. Ich habe keine Ahnung, wie viel davon brauchbar sein wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht. Gute Nacht. Das sieht dann so gruselig aus, wenn man aufräumt und plötzlich 1000 Körperteile findet. Plötzlich auch weg. Keine Ahnung. Jetzt sind wir hier bei ihrer Alten. Die hat nämlich den Kindern 10 Euro gegeben. So dürfen die gucken. Wow! Ah, Celine muss Pipi. Okay, tschüss.